Moin Jungs, Adis back und willkommen zur 1367. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Und wenn ihr mal auf die Zahl der Folge guckt, ist euch eventuell aufgefallen, dass wir von den Folgen zumindest was vergessen haben, aber von der Zeit, weil ich vorproduziert habe, kommt es hin. Und zwar war heute, wo ich aufnehme, am Mittwoch, vor einem Jahr die 1000. Folge. Was sagt man dazu? Auch schon wieder ein Jahr her. Krass, oder? Tausende Folgen. 1000 Folgen. Ich habe erstens nie gedacht, dass wir das erreichen. Jetzt haben wir ein Jahr später und ich bin immer noch hier. Und ihr seid immer noch hier. Also vielen Dank. Freut mich natürlich sehr. Hättest du mir das am Anfang gesagt, dass du die 1000 voll machst und dann einfach weitermachst und dann noch ein Jahr draufsetzt und dann auch noch weitermachst, da hätte ich eventuell leicht an dir gezweifelt. Bin ich ehrlich, aber ja. So, wir machen jetzt natürlich hier nochmal weiter, damit wir das hier auch alles schön ordentlich machen. Und ich mache das extra so, weil wir hier natürlich kein Tor brauchen, so wie auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass ich mal kurz... Jetzt habe ich natürlich auch wieder nur ein so ein Ding über. Ich hasse sowas, wenn man immer so eine kleine, am besten noch ungerade Menge von irgendwas über hat, was man weiß, dass man es nie wieder braucht. Das ist immer super ätzend. Weil wo zum Geier tut man das jetzt hin? Guck, hier passt das überhaupt nicht rein in die Kiste, aber wo soll ich sonst denn tun? Ah, fuck. Ich bin zu früh losgeflogen, ich wollte noch gar nicht... Oh, cool. Das war cool. Das müsst ihr zugeben. So, haben wir noch irgendwo eine... Ach, scheiße, wie viel Kupfer haben wir? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lass mich nochmal kurz hier... das machen. Und zumindest ein bisschen mehr Platz. Ich hoffe, das reicht. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheiße. Natürlich reicht das nicht. Dann gehen wir noch mal ganz kurz hier den Rest holen. Da lag ja auch noch ein bisschen. Und dann machen wir das Portal da fertig. Und dann haben wir das Endportal. Dann haben wir das Hauptportal fertig. Dann haben wir das andere Portal fertig. Ich weiß gerade nicht mehr, das Sumpfportal, genau. Und dann brauchen wir nur noch, in Anführungszeichen, das Savannenbiom. Und dann haben wir es. Und es reicht immer noch nicht. Ich raste aus. Aber geil. Finde ich, ist ein richtig cooles Projekt. Das macht mir auch richtig Spaß. Und ich bin richtig froh, dass ich die Idee dazu hatte. Weil, ich meine, das Nether-Biom-Ding von uns, die Netherwelt war bis jetzt halt echt unterentwickelt, sagen wir mal. Und alles andere haben wir natürlich sehr krass die ganze Zeit gemacht. Und dafür, dass man ja jetzt schon nicht super wenig Zeit im End verbringt und dafür, dass wir sogar im Nether verbringt und dafür, dass wir sogar das Endportal krasser gemacht haben als das, finde ich, ist schon ganz gut, dass wir jetzt mal endlich da hinterherkommen. Ein bisschen aufräumen. So, jetzt holen wir uns noch die grünen Rocklights, aber lassen wir die echt hier rausnehmen. Und dann gucken wir mal, wie wir das letzte Portal bauen, was wir noch bauen müssen, und zwar das Savannenportal. Aber bevor wir das machen, hätte ich natürlich dran denken können, habe ich jetzt nicht, brauche ich einmal noch ein bisschen Gras. Wir müssen das Portal ja vorher noch zumachen, da kann man ja immer noch reinfallen, das ist ja nicht so schön. Deswegen, ups, au. Liegen will gelernt sein. So, wo können wir es denn holen? Vielleicht hier ein bisschen holen. Ja. Ich meine, ich will hier zwar nicht krass drauf achten, dass ich es nicht hässlich abbaue, weil dafür fliege ich ja extra hier hin. Du mich doch auch. Du mich auch, habe ich gesagt. Der rastet komplett aus. Egal. Na, aber ich will es halt auch nicht komplett hässlich bauen, weil es halt immer noch in der Nähe von unserem Zuhause ist. Oh, guck mal, die Bäume sind gewachsen. Es ist immer noch in der Nähe von unserem Zuhause und man weiß ja nicht, ob man es vielleicht doch irgendwann mal sieht. Dann wäre das natürlich ein bisschen blöd. Der obligatorische Nieser darf natürlich auch nicht fehlen. So, die Fackel kann weg.
machen wir uns das hier natürlich auch nochmal ein bisschen schöner. Indem wir hier vielleicht nochmal sowas hinsetzen. So. Vielleicht den und den. So. Weiß ich nicht, einfach nur, dass das nicht komplett ein glatter Bruch ist. Und dann setze ich hier vielleicht nochmal. So, dann kann man auch noch ein bisschen mehr machen. Dann kann man es auch. Ja, okay. Dann machen wir es halt so. Dann könnte man es hier hochziehen. So und so. Und so und so. Dann sieht das auch gar nicht mehr so scheiße aus. Vor allem, wenn das irgendwann grün wird, natürlich. So, dann noch einmal die Fäckelchen. Und dann haben wir hier den Teil auch so gut wie fertig. Habe ich hier irgendwas an Holz? Nö, ne? Mal wieder typisch. Gar nichts, aber auch wirklich nichts. Okay, wir brauchen natürlich noch die Tore. Damit da nicht jeder rein oder rauslaufen kann. Also brauchen ist übertrieben, aber wir brauchen eh noch zwei für die andere Seite. Deswegen, ich guck mal, ob wir vielleicht denken, was ist das? Black Terracotta, warum ist das in der Kiste? Egal. Oh, guck mal, wir haben noch drei Spruce Fence Gates. Dann machen wir uns die einfach alle aus. Ja, machen wir die aus Spruce. Bam. Und dann machen wir ein Gate. Dann haben wir vier. Dann machen wir die im Nether aus Spruce. Und die beiden, die eigentlich hier waren, die ich in Nether gepackt habe, die packe ich dann halt wieder zurück. Wir müssen auch noch kurz das mit dem Kies machen. Haben wir auch noch nicht fertig. Ich finde es geil, dass man jetzt von beiden Seiten da reingehen kann. Weiß nicht, wieso ich das so lange nicht hatte. Ich meine, man braucht es natürlich nicht. Aber es ist schon irgendwie cool. Ist schon praktischer auf jeden Fall. Na komm. Also irgendwie mit jedem Treiber-Update von Nvidia wird der PC ein bisschen langsamer. Könnte das extra sein? Man weiß es nicht. So. Die packen wir oben hin. Haben wir ansonsten hier erstmal... Ja, hier ist soweit erstmal alles gut. Hier, wir brauchen immer noch eine Leiter. Ich meine, das sieht natürlich auch echt scheiße aus. Man könnte hier vielleicht eine von den coolen Copper-Dingern reinpacken. Einfach nur, weil die schöner aussehen und orange zu schwarz passt, finde ich besser als das Zeug. Oh, wir haben genau... Wir haben ein bisschen zu wenig von dem Kies. Scheiße. Oder man macht so. Das würde gehen, sieht aber, finde ich, wirklich nicht schön aus. Deswegen machen wir das nicht. Okay, aber Kies haben wir, glaube ich, hier vorne noch bei der Japanstadt. Also, bei der irgendwann mal werdenden. Ja, okay. Zwei bitte. Und dann kurz gucken, ob ich irgendwas habe, was ich brauchen könnte. Ich glaube aber nicht. Man könnte natürlich auch die Spruce Trapdoor nehmen, weil man die einfach super wenig sieht. Finde ich gar nicht schlecht. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch einmal Leitern. Und ich weiß, ich habe irgendwo noch welche, aber ich habe jetzt keinen Bock, die zu suchen. Tut mir leid. So, okay. Hier irgendwie noch was? Okay. So, dann schmeiße ich mal den Netherrack weg. Und ich weiß, so macht man das eigentlich nicht, aber ist mir egal. Ist das dumm, ey. So. Und runter. Das macht immer noch, ne, so oft wie ich es auch mache, es macht immer noch Spaß, mit diesem Elytra-Mod generell zu fliegen, aber dann auch hier immer so runter zu fliegen. Und ich weiß, wir müssen auch irgendwann immer noch hier diesen Hauptplatz mal bauen. Und ich meine, ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich gesagt habe, wir brauchen das Bambus hier eigentlich auch nicht mehr. Deswegen könnte man das auch endlich mal abreißen. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt hier hingeflogen bin. Ich brauche hier gar nichts. Doch, ist gelogen. Auch Raketen. Ich habe nur noch 6. Ein bisschen wenig. Na komm. Sag mir nicht, ich habe schon wieder keine. Aha. Sagen. Okay, wir brauchen noch 2 hiervon. Und dann gucken wir mal, wie wir die irgendwie im Nether unterbringen. Also, wir könnten jetzt natürlich noch. So eine Kupfer-Trapdoor nehmen, aber ich glaube, wir nehmen wirklich die aus Spruce, weil die einfach dunkler ist, dann sieht man es nicht so doll. Ich könnte auch Dark Oak nehmen, ich habe jetzt aber kein Dark Oak und ich habe echt keine Lust,
jetzt noch Dark Oak zu holen. Weil wir es hier halt auch nicht natürlich vorkommend haben. Weil ich es hässlich finde, die Bäume. Aber ja. So. Nochmal ganz kurz was anderes. Es ist übrigens jetzt gerade etwas Besonderes, weil ich nehme mittags auf. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mittags aufgenommen habe. Und gestern war seit langem halt mal wieder ein Tag, wo ich gar nicht aufnehmen musste, weil ich halt vorproduziert hatte. Und ich hatte auch eigentlich vor, dass ich dann einfach normal weiter aufnehme. Und dann hatte ich auch irgendwie keine Lust abends, weil ich bin gestern Abend noch spazieren gefahren und war dann so um kurz vor 12 zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, einfach dieses Mal heute, nö, keine Lust. Ich muss ja nicht, dann lasse ich es einfach. Und das war geil, muss ich echt sagen. Das war mal wieder schön, auch mal einen Tag nicht aufnehmen zu müssen. Ich weiß, ich mache viel zu viel Lampen, aber ich finde es einfach schön. So, ich würde gerne eigentlich hier drinnen vielleicht die Bäume pflanzen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Deswegen testen wir das jetzt. Habe ich Erde? Geht das auf Erde? Oder brauche ich... Ich habe keine Ahnung, wirklich. Wir gucken jetzt einfach, ob das funktioniert. Wenn, wäre extrem geil. Ich habe auch kein Bone Meal dabei, typisch. Können Bäume im Nether wachsen? Ich glaube schon, oder? Ich meine, da ist ja hell. Ist ja nicht so wie in der Ancient City unterirdisch, wo kein Licht hinkommt. Da ist ja irgendwie Licht, weil alles brennt. Da ist warm, weil alles brennt. Da ist zwar jetzt nicht unbedingt irgendwas mit Feuchtigkeit oder mit Wasser, aber das ist ja nebensächlich. So. Wo hatte ich denn jetzt... Hier. Kann das noch da rein? Brauche ich sonst irgendwas? Wieso bin ich jetzt hier hingeflogen? Achso, Bone Meal. Ja. Kann man so vergesslich sein, sag mal. Sag mir das mal. Keine Ahnung. So, eine Sache, die wir hier natürlich noch machen müssen. Wow. Ist der Kies. Ist der oder das Kies? Ich weiß es nicht. So. Und ich finde es eigentlich fast schöner, glaube ich. Hier ist auch super viel unten drunter noch, ne? Das ist auch... Ich weiß gar nicht, ob wir das meiste ausgehöhlt haben. Oder ob wir... Ich glaube, das war einfach so. Wir haben es nur oben zugemacht wahrscheinlich, so wie ich mich kenne. Ja, ich glaube so. Ich glaube, so war es. Immerhin habe ich hier ausgeleuchtet. Größtenteils. So. Und ich würde gerne... Nee, jetzt habe ich wieder nichts dabei. Ich raste aus. Ich würde gerne... Erde dahinsetzen, weil der Übergang von Dirt zu Dingens ist schöner als von Dirt zu Netherrack. Ne, weil das hier war jetzt einfach so eine harte Kante und wir haben ja diese Connected Textures. Und dann ist das hier so übergehend. Das ist ein bisschen minimal schöner und deswegen machen wir es. So, zurück in die wärmeren Gefilde. Gucken, ob das mit den Bäumen funktioniert. Ich habe keinen Plan. Ich hoffe es sehr, aber es sieht nicht danach aus. Ich meine, vielleicht ist auch irgendwas im Weg. Och, Manno. Dann hätten wir mal ein bisschen Leben hier oben reingebracht. Das ist doch doof. Ja, gut, ne? Was wir machen könnten, außer noch einen Stack Bone Meal zu wasten, wäre natürlich einen selber bauen. Aber wir wissen alle, wie das funktioniert. Gar nicht. Oder sollen wir das machen? Ich weiß es nicht. Das sieht immer noch so scheiße aus. Diese Viecher. Die sehen halt wirklich aus, als würden die sich angucken. Was ich noch machen möchte, ist halt wirklich hier so eine Straße hin, ne? Und dann nach da hinten und nach da hinten, dass man hier vielleicht diesen Ausgang dann noch irgendwie macht, dass man dann bis hier läuft. Oder dass man wirklich diagonal einfach, dass man die Fackeln dann halt einfach ignoriert, dass man so, und dass man dann so macht. Weil ich meine, von den Ecken kannst du jetzt halt nicht mehr laufen. Also ja, ne, theoretisch hier so rüber, aber das ist ja nicht der Sinn des Ganzen.
Okay, lass mich einmal kurz nach da hinten fliegen. Das wird so ewig dauern, bis wir da einen Weg hingebaut haben. Es ist auch komplett unnötig, das weiß ich. Weil, wie hoch ist die Chance, dass wir da jemals nochmal in dieses Portal gehen? Nicht hoch, denke ich mal. Und wie hoch ist die Chance, dass wir nochmal irgendeinen Armadillo irgendwo herholen? Die ist, glaube ich, noch geringer. Aber wenn, haben wir dieses Portal. Oh Mann, ey. So. Ich würde nämlich gerne gucken, dass wir das vielleicht hier so bauen, dass wir... Lass mich kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Dass wir 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und dann vielleicht doch... Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. So machen. Und dann gucken, dass wir die vielleicht irgendwie verbinden. Dass wir hier nicht ein perfektes Rechteck wieder hinkriegen, sondern einfach eine andere Form, die ein bisschen organischer ist. Bisschen aber auch wirklich, ne? Ja. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Muss auch nicht perfekt rund sein. Hier kommt dann halt Gras rein und dann kommt hier halt Savanne rein und da brauche ich halt dann auch wieder die scheiß Bäume, ne? Sonst funktioniert die Illusion einer Savanne schlecht. Das Problem ist, ich würde halt super gerne dann auch gucken, dass wir irgendwie so Hügel hier reinkriegen. Also natürlich maßstabsgetreu sehr kleine. Aber trotzdem finde ich das eigentlich ganz nice, wenn hier nicht einfach alles flach ist und dann macht man das so. Das wäre ein bisschen langweilig. Aber einfach ein kleines bisschen Höhenunterschiede. Nicht wie bei den anderen Sachen, wo alles einfach komplett ebenerdig ist und man dann halt Bäume hinstellt, um die Vertikalität reinzukriegen, sondern um das auch vom Terrain selber zu machen. Ich weiß nicht, wieso ich mir die ganze Zeit so wenig von dem Zeugs mache. Wenn ich vielleicht Angst habe, dass ich wieder zwei über habe oder so. Jetzt habe ich... Das ist... Ich habe sogar dann... Ah ne, ich habe fünf über. Nee, ich wollte gerade sagen. So. Dass man das quasi so macht, dann füllt man die Fläche aus und macht dann hier so einen Hügel und da hinten so einen Hügel, stellt hier so vier Bäume hin und was auch immer. Irgendwie so. Ganz einfach im Endeffekt. Aber das fände ich eigentlich ganz nice. Aber nicht mehr für heute natürlich. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen. Ciao. Ja, oh Mann. Das hier ist mein Sommeranfang. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.